Lese ich doch einfach einmal, was das für ein Arzt ist. Und bin also aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, was also dieser Arzt, was der alles gemacht hat an schlimmen Sachen. Ich habe gelesen, dass seine erste Frau auf mysteriöse Art und Weise wahrscheinlich durch eine Spritze ums Leben gekommen ist. Ich habe gelesen, dass er eine Patientin vergewaltigt hat. Und ich habe aber vor allen Dingen über Kalinga gelesen. Mit dem Wissen bin ich dann zu meinem Termin in die Praxis. Ich war mir sicher, dass die ganze Sache faul ist. Es war ein Plan. Jetzt gucke ich mir den Mann erst einmal an und guck erst einmal, ob es denn auch wirklich ist. Ich hatte Angst und ich habe so sehr gezittert und gebebt, dass ihm das aufgefallen ist und er hat mich gefragt, warum haben Sie denn so eine Angst? Haben Sie wohl Angst vor mir? Und ich habe gesagt, nein, nein, ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich bin nur aufgeregt wegen der Untersuchung. Und da habe ich schon gedacht, er ist es.